Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf Pascals TechCheck. Und heute geht es um die Casalux LED Deckenschienenleuchter. Ihr habt sie hier schon vor mir stehen. Die gab es beim Aldi im Angebot am 27.01. Ich habe hier auch nochmal den Prospekt. Da gab es also verschiedene Leuchten, die ihr euch so kaufen konntet. Und so habe ich mich jetzt hier für alle drei Leuchten entschieden, mache dazu auch nochmal separat jeweils ein Video. Aber in diesem ersten Video geht es hier erstmal um die Leuchte mit den zwei beweglichen Leuchtrahmen in der Länge. Und da würde ich sagen, schauen wir uns die Leuchte mal genau an, packen wir sie mal aus und zum Schluss kommt natürlich auch die Montage und dann der letztendliche Praxistest. Wenn ihr also mehr darüber wissen wollt, dann bleibt unbedingt dran und wir sehen uns wieder nach dem Intro. Willkommen zurück. Wie schon vor dem Intro angekündigt, soll es heute mal um die Casalux LED Deckenschienenleuchte gehen, in diesem sehr modernen, eckigen Design. Ihr könnt hier schon ein paar Bilder sehen, wie sie dann letztendlich aussieht. Ich habe jetzt die hier vom Aldi geholt. Ich habe es euch ja vorhin schon mal gezeigt. Die gibt es gerade oder gab es im Angebot. Ich habe auch hier nochmal den Prospekt. Die kostet 39 Euro und ist ein super Preis, denn die gleichen mehr oder weniger identische Modelle von anderen Herstellern, die kosten beinahe das Doppelte oder bis zu dem Dreifachen. Von dem her würde ich mal sagen, schauen wir uns die Leuchte heute mal an und dann gebe ich euch mal auch zum Schluss mal mein Fazit, ob die Leuchte wirklich ihren Kaufpreis wert ist. Und natürlich verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung die Leuchte als Affiliate-Link, wenn ich dazu natürlich was Passendes finde, weil ich weiß es nicht, ob Aldi aktuell noch dieses Angebot hat, aber ich werde euch natürlich auch separat nochmal eine baugleiche Leuchte dann unten verlinken, damit ihr dann, wenn ihr Interesse an so einer modernen Leuchte habt, euch diese auch nochmal anschauen könnt und natürlich diese auch dann kaufen könnt. Also fangen wir an. Wir starten natürlich erstmal mit der Verpackung, schauen mal, was hier so alles mit drauf ist. Dann werden wir auch gleich kurz die technischen Daten durchgehen, da gibt es ja nicht viel zu sagen. Dann werden wir es natürlich gleich mal auspacken und einfach mal schauen, wie die Qualität ist und ob wir die auch relativ leicht an der Decke montieren können. Hier ist die Verpackung. So sieht die Leuchte im Grunde aus. Also wir haben hier genau der Hersteller Casalux. Wir haben hier eine Metallleuchte mit genau Kunststoffabdeckungen. Das sehen wir hier schon, das sind Kunststoffabdeckungen. Darunter befinden sich LEDs mit Schienen. Und wir haben natürlich hier zwei bewegliche Leuchtrahmen. Die ist für innen geeignet, steht auch hier dran. Und wir haben natürlich 3 Jahre Garantie, so wird die montiert. Mehr gibt es auf der Vorderseite nicht zu sagen. Gehen wir hier mal zur Seite und da gibt es natürlich ein paar andere, mehr technische Details. Und zwar haben wir hier nochmal den Hersteller und alles und hier ein paar technische Daten. Und da können wir auch hier schon sehen, die hat 43 Watt, 4700 Lumen. Und dann haben wir hier genau ein paar andere technische Daten. Genau, wir haben hier 3000 Kelvin, also ist eine warmweiße Leuchte. Hier sind noch ein paar andere Daten, wie die Startzeit, die liegt unter 0,5 Sekunden. Die Lampe ist nicht dimmbar und kann bis zu 15.000 Mal an- und ausgeschalten werden. Und die hebt natürlich 20.000 Stunden. So, von dem her gibt es nicht mehr viel zu sagen. Hier gibt es noch hier den exakten Hersteller, horstmann-kiel.com, der die Deckenleuchte exakt vertreibt. Hier noch ein paar Logos, dass die Leuchte eingebaut LED-Lampen enthält. Die können leider nicht getauscht werden. Aber dadurch, dass es LED-Leuchten sind, müssen die natürlich auch ein bisschen länger heben. Von dem her sehe ich das jetzt alles nicht so eng. Wir drehen es mal hier um, schauen uns mal, was hier noch drauf ist. Da ist jetzt auch nicht so viel drauf. Und hier drehen wir es dann nochmal kurz zur anderen Seite hin. Da haben wir auch noch ein paar Daten. Und zwar haben wir hier eine Metallleuchte mit Kunststoffabdeckungen und zwei beweglichen Leuchtrahmen. Steht auch vorne schon drauf. Farbe Chrom Aluminium, Maße 92,8. auf 26 und 8,6 cm. Lieferumfang, eine LED-Deckenschienenleuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung und eine Garantiekarte ist auch mit dabei. Wir haben hier einen TÜV geprüft und GS geprüft. Hier noch ein paar Logos, CE natürlich und alles. Das passt auch alles. So, gucken wir mal, was hier ist. Da ist auch nichts mehr. Und dann würde ich sagen, packen wir die Leuchte mal aus. Die kann man jetzt hier an der Seite öffnen. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. So,
Dann kann man das auch hier besser sehen. So, und dann schauen wir hier noch eine Verpackung, da ist nichts mehr drin. So, jetzt haben wir es hier vor uns stehen und wir schauen mal, was ist alles mit dabei. Hier ist schon ein bisschen Montagematerial, ein paar Kartonagen, das kommt mal beiseite. Hier ist im Grunde alles drin. Schauen wir gleich nochmal nach, was da auch alles hier mit im Lieferumfang enthalten ist. Wie gesagt, ihr habt hier zwei Dübel und zwei Schrauben. Damit kommt ihr an die Decke hin. Hier ist die Garantiekarte. Kann ich euch auch nochmal kurz zeigen. Steht dann auch mal drin, die Artikelnummer steht drin. Und genau, was man natürlich hier alles beachten muss und wie die ganze Sache hier läuft. Von dem her, das ist wichtig, hebt euch das auf, wenn ihr die Leute natürlich hier auch haben solltet. Hier haben wir nochmal eine exakte Bedienungsanleitung zu den Modellen. Hier wird also genau geschrieben, wie das hier geschieht. Man muss hier einfach die Leuchte hier oben in dieser Kantbox anschließen. Die hat dann einen Trafo mit drin, eine Halterung, sind alles Anschlussboxen ist mit drin, Lüsterklemme, soll eigentlich alles passen, ist eigentlich alles mit dem Lieferumfang enthalten. Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren, genau bestimmungsgemäßer Gebrauch. Da gibt es jetzt viel Blabla, was hier noch mit drin steht. Sicherheit ist natürlich ein wichtiges Thema. Hinweise, Brandgefahr und Co. Aber nichtsdestotrotz, genau, eine Grundreinigung hat er auch noch empfohlen. Aber nichtsdestotrotz scheint es hier dann doch relativ einfach montierbar zu sein. Ich lege das jetzt mal beiseite. Die könnt ihr euch natürlich nochmal in aller Ruhe durchlesen, wenn ihr das wollt. Aber ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal genau die Leuchte an, was das alles mit drin ist. Also, wie gesagt, jede Menge Montagematerial haben wir hier mit dabei. Kommt die Leuchte hier so rein. Haben wir auch nichts drin. Können wir auch gleich alles wegtun. Und so sieht im Grunde die Leuchte dann aus. Die kann man jetzt hier also verstellen, so wie das aussieht. Genau hier sind die Verstellrahmen. Sieht eigentlich alles sehr gut aus. Hier ist die Kunststoffabdeckung. Der untere Rahmen hier, genau der ist jetzt hier fest. Also wir können hier den bewegen. Und dann können wir den großen eckigen bewegen. Der untere Rahmen, der ist jetzt hier fest, so wie das aussieht. Also da ist hier kein Arm drin. Ich gehe das nochmal hoch, da könnt ihr es auch besser sehen. So sieht es jetzt hier aus. Und dann gucken wir mal. Wir haben hier unser hochwertiges Gehäuse. Das hier an der Seite so ein bisschen abgeschliffen. Also kein Hochglanzchrom, sondern eher so poliert abgeschliffen. Hier das ist ein bisschen so grau und hier oben natürlich ist es chromt bei einer spiegelmäßig und so sieht das untere hier aus. Also wir haben hier eine einfache Schiene, die machen wir nachher ab. Schrauben die natürlich gleich an die Decke dran, so dass es passt. Und dann wird im Grunde hier nur alles verkabelt und angeschlossen und das war es dann eigentlich auch schon. Scheint also recht einfach zu funktionieren, zu handhaben zu sein. Wie gesagt, das schauen wir uns jetzt gleich bei der Montage an. Ich würde sagen, bauen wir das Ding an die Wand oben dran, montieren wir es und dann sehen wir es natürlich gleich wieder, wenn das Ding jetzt hier montiert wird. So, wie ihr sehen könnt, ist jetzt die Leuchte oben an der Decke montiert. So sieht es jetzt aus. Ich mache es jetzt nur mal kurz aus und mit der anderen, damit ihr es mal sehen könnt. Jetzt geht es aus, also sie geht wirklich langsam, nimmt sie runter beim Ausschalten und wenn ich es jetzt wieder anmache, ist es sofort da. Das dauert wirklich
nur wenige Millisekunden. Ich gehe jetzt mal näher ran, damit ihr es auch nochmal von oben besser sehen könnt, die Leuchte. So sieht es jetzt aus. Ihr könnt die oberen Teile natürlich hier verstellen, das ist kein Problem. Und so könnt ihr sie individuell ausrichten. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz den Raum, den die Leuchte erhält. Also ihr könnt hier wirklich sehen, der Raum ist wirklich konstant hell. Da gibt es jetzt keine dunklen Flecken oder sowas. Da kann man jetzt wirklich hier sauber, wenn die zukünftige Küche reinkommt, auch drin arbeiten. Von dem her, das reicht jetzt hier auch völlig aus. Mein Fazit jetzt zu dieser Leuchte, das fällt sehr positiv aus. Also die LED-Leuchte von Krasalux in dieser sehr länglichen Form, die macht den Raum wirklich sehr hell. Ich werde nachher nochmal hier vielleicht kurz ein paar Bilder zeigen, wie hell die Küche jetzt ist. Von dem her ist die Montage war recht einfach. Da gibt es eigentlich gar nichts auszusetzen. Wie gesagt, das einzige Problem ist halt immer, dass sie solche eckigen Leuchten auch zum Teil sauber und gerade ausrichten müsst. Dann müsst ihr euch halt irgendwie an dem Raum, an dem Punkt vom Raum orientieren, damit das Ganze akkurat und einigermaßen dann aussieht. Ich verlinke euch natürlich auch die Lampe unten in der Videobeschreibung als Affiliate-Link. Da könnt ihr mal draufklicken. Wenn ihr auch so eine nahezu identische Lampe haben wollt, ich werde mal schauen, ob ich da was Passendes finde auf Amazon, was da dieser Lampe, diesem Modell sehr ähnlich ist. Denn im Grunde gibt es eigentlich auch noch ein paar Hersteller, die Lampen halt auch unter anderen Marken vertreiben. Das war's dazu. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gibt, meinen Kanal abonniert und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis bald.